Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Battlefield und heute mal auf Omen mit der M16 und zwar mit der Veteranenlackierung. Sieht irgendwie komisch aus mit der M16. Man erkennt es kaum, aber naja. Ich dachte mir so, ich habe noch ein paar Funds übrig, da. Kann ich mir die mal für den Tag holen. Und jetzt habe ich sie. Und ja. Also man erkennt nicht so viel, nur hier so vorne ein bisschen. Und dann so hier an der Seite, aber so krass viel. Naja. Und da vorne ist auch schon gleich ein Noob. Was ich auf der M16 drauf habe, sind Viper Max. Der Copperhead-Lauf, damit die Schüsse nochmal verschnellert werden. Der Nachteil am Copperhead-Lauf ist, dass ein bisschen der Recoil stärker wird. Also dann muss dann auch noch der Nemesis rauf, damit es nicht so stark hier dingenst. Dass nicht so stark der Recoil ist. Aber ich muss sagen, der Recoil, der geht voll in Ordnung. Kann ich eigentlich gar nicht meckern. Und wie ihr seht, die macht schon Heiden Damage, also man muss damit schon sehr gut umgehen können. Auf Entfernung würde ich empfehlen, nicht ganz schnell zu klicken, weil sonst kommen die Kugeln gar nicht mehr an. Immer mit so ganz kleinen Häuschen, halt so. Einmal klicken und nochmal klicken und nochmal klicken. Also nicht spammen, weil sonst kommen die Kugeln gar nicht mehr an und das sprayt dann hin und her. Im Nahkampf muss ich sagen, ist die Waffe auch ziemlich gut, weil wegen dem Dreierburst halt. Zweimal Dreierburst reicht, um einen Gegner down zu kriegen, macht 50 Schaden auf den Kopf. Und ich hasse diese verdammte Stelle, denn wenn man hier mit dem Auto entlang fährt, dann passiert immer ein Unfall. Das ist die beschissenste Stelle auf dieser Map. Das sollte man unbedingt beheben. Und mit dabei habe ich auch noch die MP-Rex. Finde ich, ist eine sehr geile Pistole. Ich muss sagen, ich hätte gerne die Deagle. Ja, die Deagle. Die wär's schon. Oh Mann. Ich verstehe gar nicht, warum ich gerade eine Bandage genommen habe, wenn ich nur noch voll viel. Wenn ich noch viel Leben hatte. So, und ihr kennt wahrscheinlich Zockertürk, der macht auch Videos, den packe ich auch nochmal in die Beschreibung. Der hat mir einen Link gesendet für so ein Barett, so ein lila Barett. Lila ist nicht so ganz meins, aber ich finde, sieht schon cool aus. Und damit zocken wir auch heute, weil das Barett, das ist lebenswichtig, das wird mir den Arsch retten, wenn ich abgeschossen werde. Ja, die Kleidung in Battlefield ist eigentlich nicht so krass wichtig, ist ja nur fürs Aussehen. Aber man kauft sie ja trotzdem. Ich weiß nicht warum. Die Battlefield-Folgen werden wahrscheinlich bis 20 Folgen gehen. Danach werde ich wahrscheinlich mit Joel Skill machen, weil Skill hammergeil ist. Und es macht mir zurzeit mehr Spaß als Battlefield. Wenn ich danach nochmal Lust auf Battlefield bekomme, dann können wir ja mal wieder auch Battlefield machen. Aber sonst so Battlefield habe ich irgendwie keine Lust mehr, weil gestern habe ich wieder gespielt, da kam einer, ja, Fussel-Hacker. Ich sag so, warum? Das ist ja so 150 Meter Headshot. Und ich verstehe bei manchen Leuten nicht, wollen die. Und der Typ, der das geschrieben hatte, der war Level 6 oder so, oder. Wollen die einen trollen oder wollen die witzig sein? Das verstehe ich manchmal nicht. Und ich liebe meinen Account, den würde ich für nichts hergeben. So, manche Leute fragen mich auch manchmal, Murat, kann ich deinen Account haben? Ich sage immer nein, weil nope. Ich von René, der Account, der wurde ja gehackt. Und der wurde gehackt und da wurde direkt auch drauf gehackt. Also
mal, wenn ich schieße, muss ich mich konzentrieren, dann höre ich auf zu reden. Also René hat seinen Account zu oft weitergegeben und dadurch hat jetzt irgend so ein Spastiker seinen Account, den er nicht kennt. Nein, du Bastard! Boah, scheiße. Oh Mann. Wo ist denn der Tank jetzt hin? Zum Glück hat er mich in Ruhe gelassen. Wo war ich stehen geblieben? René's Account. Ja, da wurde... Der René hat halt seinen Account zu oft weitergegeben. Lol, was ist gerade los? Ich klicke und der Burst kommt 2 Sekunden später. Lol. Und René hat seinen Account halt zu oft weitergegeben. Deshalb hat er jetzt die Arschkarte. Und zwar kann er sich nicht mal anmelden. Denn... Sein Account ist weg. Und das will ich halt nicht riskieren und gebe meinen Account auch niemandem weiter. Das würde ich auch jedem empfehlen, der richtig gute Waffen hat und schon so ein bisschen hoher Level ist. Also ich meine Level 20, 22 dauert schon ein bisschen, bis man das hinkriegt. Und ich meine, ich habe 4 Soldaten, mit denen ich, von denen 3 Level 20 sind und einer nur noch Level 19. Den muss ich auch noch leveln. Mein Pionier. Der muss auch noch gelevelt werden. Und der Rest ist halt, mein Medic ist halt Level 20, mein Sniper ist schon 23. Mit denen will ich jetzt richtig schnell leveln, weil ich unbedingt die Deagle haben will. Die ist ab Level 24 freischaltbar. Und bei mir ist das zurzeit so, ich habe vorhin nachgeguckt, ab welchem Level man die Waffen halt freischalten kann. Und zum größten Teil habe ich voll viele Waffen freigeschaltet und nur noch so ein paar Stück, sage ich mal, gepre-baited da. Zum Beispiel die Patchneck habe ich noch oder die L85. Die Farmers habe ich schon freigeschaltet. Das finde ich ziemlich cool, weil wenn man die Waffen kauft, dann weiß man nicht mehr, wann die freischaltbar waren. Und das ist dann halt so ein bisschen doof. Aber naja. Lag. Also zum größten Teil habe ich alle Waffen freigeschaltet. Das ist ziemlich gut. Ist man auch ein bisschen stolz drauf, wenn man so ganz viele Waffen dann hat. Wieder konzentrieren. 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 Scheiße. Also wisst ihr, wenn ich aufnehme, dann ist es das Doofe, dass ich nie was zu sagen habe, aber in dieser Folge hat es einigermaßen geklappt irgendwie. Und ich hatte mal eine richtig geile KD vor ein paar Tagen, so 3 Tagen. Ich hatte ein 28-3, fand ich schon ziemlich gut. Und sowas nimmt man halt nicht auf. Das könnte ich in der jeden Folge sagen. Dass ich es bereue, das nicht aufgenommen zu haben. Denn da setze ich immer meine Spawnflare dabei C. Und wenn C eingenommen ist, dann hole ich die immer von C weg. Und die Gegner sind meistens so dumm und schießen meine Spawnflare nicht ab. Das ist natürlich zu meinem Vorteil. Wenn die zu dumm sind, um zu wissen, was das ist. Und da hole ich die halt immer richtig schön weg und kann gut Punkte sammeln. Aber das Problem bei dieser Folge ist, ich habe vorige Runde gespielt und da fand ich wieder mal eine Scheißrunde, weil kacke gelaufen halt. Die ganze Zeit Noobs, Level 12, Level 14, MG36, das regt schon auf. Ja, die MG36 ist ja erst ab Level 20 freischaltbar, also kommt da so ein Level 12er. Ich finde das richtig scheiße von EA und Easy und welche dann noch lag, Alter. Welche Firmen da noch sind, dass sie einfach mal so krasse Packs machen. Weil die zu geldgeil sind.
So. Na ja, nicht eine Glanz-KD, aber viel Gequatsch in dieser Runde. Und das war's auch für diese Folge. Bis dann. Tschüss.